So, heute gibt es mal einen kleinen Impuls, warum es so wichtig ist, dass du das richtige Umfeld hast. In der Schule, im Studium, aber selbst auch später im Berufsleben. Und es ist wirklich so, dass dein Umfeld deine Karriere massiv beeinflusst. Und ich kann da ein ganz gutes Beispiel zu geben, wie es bei mir selbst beispielsweise war. Bei mir in der Schule, da gab es niemanden, der wirklich diese BWL-Ambition hat. Ja, da gab es niemanden, ich meine, heutzutage gibt es wahrscheinlich an vielen Schulen Leute, die so meine YouTube-Videos kennen, die dann so voll oder schon einen guten Durchblick hat. Natürlich sind einige bei uns auch schon im Coaching mit dabei, die haben dann den absoluten Durchblick. Aber bei mir zum Beispiel gab es niemanden, der irgendwie so in seiner Freizeit auf ViviTreff rumgelesen hat. Das gab es einfach nicht. Deshalb kam ich auch nicht auf die Idee, da irgendwie was zu machen und bin dann ziemlich blauäugig ins Studium reingestartet, bin dann am Ende des Tages noch mit auch ein bisschen Glück an einer ganz guten Uni gelandet, aber hätte genauso gut an irgendeiner komischen Uni oder Hochschule landen können, wo dann meine Ziele deutlich schwerer zu erreichen gewesen wären. So, dann großer Unterschied, wo ich dann an der Uni war. Da bin ich dann direkt in ein Umfeld gekommen mit einem Jonas, der schon ein KPMG-Praktikum gemacht hatte vor dem Studium, mit anderen Leuten, die gesagt haben, ja, auf jeden Fall zu Goldman Sachs, no matter what, direkt hier Praktika, bla bla bla. Spring Week-Bewerbungen dann so ein bisschen angeleiert, zumindest für die Deutsche Bank haben einige gemacht. Dann hat man einfach so dieses Umfeld mitbekommen, wo dann alle in diese Bereiche rein wollten. Und dann war es das Natürlichste der Welt, dass man dann halt an den Wochenenden gelernt hat. Irgendwie ab Januar in der Klausurenphase bis um 10 Uhr abends oder so. Während andere Leute Party gemacht haben. Wäre ich am Anfang in der Uni irgendwie in ein Umfeld gekommen, wo die keine Ambitionen hatten, die irgendwie Party machen, wo das Studium einfach studiert wurde, weil man nichts anderes zu tun hatte oder so, dann hätte ich wahrscheinlich nicht im ersten Semester direkt einen 1-0er-Schnitt rausgehauen, sondern dann hätte ich mich gefreut, wenn ich so einen 2-3er-Schnitt gemacht hätte, weil selbst wenn ich mit meinen Ambitionen, die natürlich mich selbst antreiben, in das Studium reingestartet wären, wenn all meine Leute im Umfeld keine Ambitionen gehabt hätten, dann zieht dich das einfach runter, weil selbst wenn du in so einer Gruppe dann der Beste bist, dann bist du wahrscheinlich immer noch nicht on top. Und ich möchte heute einfach mal so ein paar Vorteile aufzeigen, was denn dein Umfeld wirklich bestimmen kann. Weil das ist auch etwas, was ich bei uns beim Elite-Coaching merke, dass da teilweise die Leute auch wirklich nochmal einen massiven Push bekommen wegen dem Umfeld, weil sie entweder bei sich im privaten Kreis halt einfach nicht so viele Leute haben, mit denen sie sich über solche Themen so intensiv unterhalten können, oder b, auch wenn sie diese Leute haben, dass halt das Umfeld dann von 450 Leuten oder 500 Leuten inzwischen knapp, die da Gas geben, halt nochmal deutlich krasser ist, als wenn du so 10 Leute in deinem engen Umfeld hast. So, was sind denn Vorteile von so einem ambitionierten Umfeld, wenn du in solche Karriereberufe rein möchtest vor allem? Also, eine Sache ist, du wirst einfach zum Durchschnitt von den 5 bis 10 Leuten, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja, das ist so ein Standardspruch und der trifft aber auch zu. Wenn du die ganze Zeit nur mitbekommst von Leuten, die gute Noten schreiben, viel lernen, sich auf Praktika bewerben, da durchziehen, nicht rumheulen, nicht irgendwelche externen Faktoren wie Corona oder sonst was als Ausrede suchen, warum sie keinen Erfolg haben, dann wirst du auch zu einer Person, die auch durchzieht, weil es wird für dich normal. Dann wirst du auch diese Erfolge erzielen, die durchschnittlichen Erfolge, die anderen Leute erzielen, weil du es genauso machst wie diese Leute. Das heißt, Motivation ist ein riesengroßer Punkt. Du siehst gleichzeitig auch, es ist möglich, wenn andere Leute diesen Weg gehen. Ja, beispielsweise ein bisschen im Umfeld, wo es komplett normal ist, dass man nach dem ersten Semester in die Spring Week kommt, nach dem zweiten Semester ein M&A-Praktikum bekommt und nach dem vierten, fünften Semester bei einer Bulge Bracket vielleicht schon ein Praktikum macht. Dann ist das halt für dich auch normal. Und du weißt halt auch, okay, die anderen Leute haben es auch hinbekommen. Für mich selbst ist es auch möglich. Und ich sehe es halt dann, wenn Leute irgendwie von Nantucket-Unis bei uns ins Coaching kommen, so, die dann allerdings Erfahrungsberichte sehen von anderen Leuten, die auch von Nantucket sind, die dann auf einmal checken, hey, ich dachte die ganze Zeit durch ViviTreff und was weiß ich, es wäre komplett unmöglich für mich, in diese Bereiche reinzukommen, die dann allerdings sehen, okay, es ist auch möglich, ich muss einfach nur diesen Weg gehen. Ja, also das ist ein riesengroßer Aspekt. Nächster großer Aspekt, warum es wichtig ist, dass du dir das passende Umfeld schaffst, sind die Möglichkeiten, die du dir dadurch ermöglichst. Wenn du nicht das passende Umfeld hast, dann bekommst du vielleicht es gar nicht mit, dass es sowas wie die Spring Week gibt. Dann bekommst du nicht mit, dass man sich auf Stipendien bewerben kann. Dann bekommst du zig andere Sachen auch nicht mit. Zum Beispiel, dass es die und die Master-Uni vielleicht noch gibt. Wenn allerdings in einem Umfeld nur Leute sind, die auch diese Möglichkeiten wahrnehmen, die da auch reinpushen, dann kriegst du viel eher solche Opportunities einfach mit. Und zweiter Punkt,
der auch so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, sind auch langfristige Möglichkeiten, die quasi von einem langfristigen Netzwerk beeinflusst werden. Ja, sprich, wenn du nur Leute in deinem Freundeskreis hast, oder was heißt nur Leute, das müssen ja auch nicht alle Leute so drauf sein, aber wenn du einige Leute in deinem engen Freundeskreis hast, die richtig Gas geben, die was beruflich erreichen wollen, und du mit denen jetzt während den 4, 5, 6 Jahren vom Studium eng bist, ihr zusammen auch mal was trinken geht, was weiß ich, einige coole Erlebnisse zusammen macht und ihr werdet enge Freunde, dann sind natürlich diese Leute langfristig extrem wertvoll. Weil natürlich ist es cool, wenn du Leute quasi über Netzwerk ein, zwei Mal gesehen hast oder so, dich ein bisschen mit denen ausgetauscht hast. Aber wenn es wirklich deine engen Buddies sind aus dem Studium oder enge Freundinnen und dann sind das quasi solche engen Connections, wo man wirklich auch viele Sachen für den anderen machen würde. Und wenn das dann wenn deine engen Freunde dann Leute sind, die später auch in hohen Managementpositionen arbeiten, dann hast du davon einfach langfristig einen extrem, extrem großen Vorteil. So, das sind so die meiner Meinung nach wichtigsten Punkte, wenn es angeht an das Thema, okay, warum ist denn mein Umfeld wichtig? Natürlich meine ich damit jetzt nicht, dass du jeden aus deinem Freundeskreis verbannen solltest, der nicht ambitioniert ist. Aber du solltest schon hingehen und zumindest gucken, dass ein Teil deiner Freunde wenigstens diese ambitionierten Ziele teilt, weil es einfach ungemein wertvoll ist, wenn man sich jemandem auch öffnen kann, wenn man mit jemandem über diese Dinge sprechen kann. Weil das gibt dir dann eben auch das Gefühl, okay, du bist hier nicht alleine auf diesem Weg, weil der Weg ist einfach schon hart, ne, den man gehen muss. Man muss viel opfern, man muss viele Einschnitte machen, man kann vielleicht nicht jeden Donnerstag, Freitag und Samstagabend saufen gehen. Und wenn du dann allerdings Leute um dich herum hast, die genauso diesen Weg gehen und die davon auch überzeugt sind, dann lässt sich das einfach viel besser gehen, anstatt wenn dein ganzes Umfeld dich da irgendwie runterzieht, alle sagen, warum machst du sowas so, dann verlierst du halt auch die Lust. Das heißt, das ist wirklich wichtig, schau, dass du dir Leute suchst, die auch so Gas geben wollen wie du, wenn du da in unsere Community aufgenommen werden möchtest, wo die Leute sich wirklich stark gegenseitig pushen, wo man sich hilft, wo man Interviewerfahrungsberichte teilt, wo man sich gegenseitig zu den Noten motiviert, wo sich WGs gefunden werden, wo man Interviewpartner findet etc. Dann bewirb dich einfach bei uns, einfach auf die Website gehen, wie es die ganzen anderen Leute vor dir auch schon gemacht haben, kurz unser Bewerbungsformular ausfüllen für die kostenfreie Status Quo-Analyse und dann können wir mal schauen, ob du da bei uns reinpasst und ob wir dir auch wirklich helfen können, deine hohen Ziele zu erreichen. Den Link dazu findest du direkt unten in der Videobeschreibung und dann bedanke ich mich, dass du dabei warst und freue mich, wenn du im nächsten Video wieder einschaltest. Bis dahin, viele Grüße, dein David.